Ich lese euch einen Satz vor vom heiligen Franz von Assisi. Ein Quäntchen Frömmigkeit ist mehr wert als 10 Zentner Gelehrsamkeit. Ein Tropfen wahrer Liebe edler als ein ganzes Meer von Wissenschaft. Aber heute, wenn ich so die YouTube-Antworten an mich höre, sind anscheinend alle Wissenschaftler, nur keine Kinder Gottes. Meine Lieben, ich muss zuerst etwas Wichtiges sagen. Erstens einmal danke ich allen Treuen, die so oft möglich ist, zum Messer verkommen oder zu Hause versuchen, dabei zu sein. Ich möchte danken für all diese zu Weihnachten, zum neuen Jahr. Ja, wir haben schon neues Jahr. Ja, ich wohne woanders. Was wäre ich denn ohne euch? Eine Stimme in der Wüste. Also, danke. Vorgesetzte, das ist in meinem Blickwinkel das Vorangehen. Vorgesetzt. Also, wenn es heißt, vorwärts Marsch, ist der vordere dann. Und alle gehen ihm nach und sollten sicher sein, dass er wohl weiß, wohin es geht. Wobei ich sagen möchte, wenn alle im Gleichschritt laufen, marschieren, ist das noch immer nicht sicher, dass die richtige Richtung ist. Wie sollen wir Leute gewinnen? Ich habe da einen Satz gelesen. Ein heiliger Lebensstil ist immer noch die effektivste Missionsmethode. Die Gemeinden wachsen dort am stärksten, wo die Christen unter Druck stehen. Das wäre eigentlich heute. Aber sie erhalten dem Druck nicht stand. Der größte Teil. Du kannst nicht behaupten, dass du mit Gott zusammen bist oder von mir der blöde Satz, viel betest. Wenn du keine Liebe hast für den Nächsten, der dir auf die Nerven geht. Was sagte der Heiland? Liebet eure Feinde, tut Gutes, denen die euch hassen. Aber dann sage ich auch, die, welche das tun, hassen und so. Das ist Sünde. Absolute Sünde.